10 Wochen Börse, 175 handelbare Werte, viel Spannung. Das Planspiel Börse, der größte europäische Börsenwettbewerb. Fast 100.000 Teilnehmer. Wer kann Börse 2020? Fragen die Sparkassen zum 38. Mal. Schüler, Azubis und Studierende aus Deutschland, Europa, Russland, Südamerika und sogar Vietnam und Singapur messen sich im Planspiel Börse und Planspiel Börse Plus der Sparkassen. Als Teil ihres öffentlichen Auftrags engagieren sich die Sparkassen seit Jahrzehnten für finanzielle Bildung. Wer Vermögen aufbauen möchte, kommt an den Themen Fonds und Wertpapieren nicht vorbei. Neben der Möglichkeit, virtuell Kapital anzulegen, ist es ein ganz klares Learning by Doing. Zum einen bin ich der festen Überzeugung, Börse macht Spaß. Und Börse ist auch einfach. Man braucht nicht unglaublich viel Wissen, um anzufangen. Ich muss wissen, wie funktioniert die Börse, wie funktionieren Aktienkurse, wie finde ich auch eine gute Aktie. Also ich habe am Anfang des Spiels eine Analyse gemacht über alle Aktien und danach habe ich die Aktien gekauft, die meiner Meinung nach am meisten steigen würden. Auch haben wir uns zum Glück eher für die Variante entschieden, dass wir die Aktien halten, anstatt sie ständig zu traden. Wir haben zuerst geschaut, welche Papiere nachhaltig sind und haben dann auf die spekuliert, die unter Wert liegen. Ich würde sagen, die Pandemie hat unsere Strategie sehr stark beeinflusst. Wir haben zum Beispiel auch auf die Reise- oder Tourismuskonzerne gesetzt und dort hat auch der Impfstoff eine große Rolle gespielt. Also die Strategie hat sie jetzt nicht beeinflusst. Mir war es wichtig, in Wertpapiere zu investieren, die nachhaltig sind und die ich auch kenne. Und so sehen Siege aus. Den Schülergesamtsieg holte sich das Team die Aktionäre der Sparkasse Oberland. Kurz vor dem Spielende waren wir durchaus sehr nervös. Und dann, als es langsam eingesickert ist, waren wir auch sehr stolz auf diese Leistung, die wir erbracht haben. Top unter allen Schülern beim Nachhaltigkeitswettbewerb ist das Team der Sparkasse Meißen. Wir sind doch lieber drin geblieben mit hohem Risiko und hatten am Ende doch nur 69.000 Euro Depot-Gesamtwert. Die Broker-Profis aus Freising entschieden den Azubi-Wettbewerb für sich. Der Sieg war nicht eingeplant, aber der Teamname war insofern Programm, dass wir mit einem guten Ergebnis gerechnet haben. Das beste Nachhaltigkeitsdepot der Azubis führte Nyx aus Gießen. Ja, ich habe im August hier bei der Sparkasse meine Ausbildung angefangen und umso mehr hat es mich gefreut, dann so eine gute Platzierung zu erhalten. Error 403 errang den Gesamtsieg in der Gesamtwertung der Studierenden. Der Preis geht damit an die Sparkasse Dortmund. Allen Gewinnerteams herzliche Glückwünsche und alles Gute für das nächste Jahr. So, mir ist es super wichtig, dass ihr eure Finanzen in die Hand nehmt, eigenverantwortlich handelt und dann natürlich mit dieser Eigenverantwortung auch richtig umzugehen lernt. Der neue Zins ist eigentlich die Rendite, die Dividende auf die Aktien. Von daher wollen wir, dass ihr euch mit dem Metier vertraut macht. Uns ist es eine Herzensangelegenheit, jungen Menschen, Schülern und Schülerinnen das Thema Märkte, Börse näher zu bringen. Habt ihr auch Bock zu traden, ohne eure Kohle zu riskieren? Dann macht mit beim Planspiel Börse 2021. Ich freue mich auf euch. Viel Erfolg in der nächsten Planspiel Börse-Runde.